Snapchat ist größer als je zuvor. Mehr als 400 Millionen täglich aktive Nutzer zählt die Plattform mittlerweile. Und das, obwohl die App schon mehrfach für tot erklärt wurde. Egal ob Hundefilter, selbstlöschende Bilder oder die Story-Funktion. Snapchat hat die Art und Weise, wie wir Social Media benutzen, für immer verändert. Das Ding ist nur, während Insta, TikTok und Co. zu echten Gelddruckmaschinen gewachsen sind, hat Snapchat bis heute noch keinen einzigen Cent verdient. Wie kann das sein? In diesem Video erzählen wir euch die absolut verrückte Story von Snapchat und warum ausgerechnet wir Nutzer daran schuld sind, dass die App bisher ein absolutes Milliardengrab ist. Let's go! Snapchat, go! Snapchat, go! Jeder hier hat Angst vor diesem Snapchat, go! Die Snapchat-Story beginnt im Jahr 2011 im sonnigen Kalifornien. Und zwar in diesem College-Zimmer hier. Okay, wahrscheinlich nicht genau in diesem, aber in so einem ähnlichen Raum hat der entscheidende Mann unserer Geschichte damals gelebt. Und das ist er hier, Evan Spiegel. Der steckt damals mitten in seinem Studium an der Stanford University, einer der wichtigsten Unis der Welt und Geburtsort von so Unternehmen wie Netflix, Google oder Nvidia. Da stürmt plötzlich sein Kumpel Reggie Brown in sein Zimmer und der erzählt ihm von seiner Idee. Eine App, mit der man Fotos verschicken kann, die sich nach kurzer Zeit wieder löschen. Und Evan? Der ist sich angeblich sofort sicher. Das, was ihm sein Kumpel Reggie da gerade pitcht, ist eine Millionenidee. Das Dumme ist nur, keiner von beiden kann programmieren. Deshalb holen sie ihren Kumpel Bobby Murphy an den Start. Ein junger Informatik- und Mathematikstudent, der das Coden im Blut hat. Das Trio ist damit erstmal komplett. Die drei sind zu diesem Zeitpunkt gerade mal um die 20 Jahre alt. Was da noch keiner ahnen kann, zwei von ihnen werden schon bald zu Milliardären und einer nicht. Die Jungs machen sich sofort an die Arbeit und ein paar Wochen später ist auch schon der erste Prototyp ihrer App fertig. Ihr Name? Peekaboo. Kurz darauf müssen sie den Namen aber schon wieder ändern, weil der schon an einen Telefonbuchhersteller vergeben ist. Und die Wahl fällt auf Snapchat. Und genau diesen Prototypen bringt Spiegel mit auf eine Stanford-Veranstaltung. Dort präsentiert er Snapchat aber nicht etwa seinen Kommilitonen, sondern einer Gruppe von Investoren. Ich weiß, das klingt für ein Studi erstmal ziemlich wild, ist in Stanford aber Alltag, denn die Uni liegt direkt neben dem Silicon Valley. Als Evan mit seiner Präsi fertig ist, haben die Anwesenden zwei Fragen im Kopf. Die erste ist, wer zur Hölle braucht eine App, die Bilder sofort wieder löscht? Und die zweite ist, hat der Typ uns gerade im Ernst eine Sexing-App präsentiert? Also, ihr wisst schon. Am 13. Juli 2011 laden sie die App trotzdem im App Store hoch. Und kurz darauf kommt es zum Bruch im Gründertrio. Evan und Bobby arbeiten wie Besessene. Reggie feiert wie ein Besessener. Also angeblich. Also schmeißen die beiden den Ideengeber aus der Firma. Es ist der Beginn einer echten Schlammschlacht. Über die reden wir später nochmal. Dass es in diesem Beef einmal um hunderte Millionen Dollar gehen soll, kann zu diesem Zeitpunkt aber noch niemand ahnen. Denn bis zum Ende des Sommers wird die App gerade mal 127 Mal runtergeladen. Evan und Bobby sind kurz davor, das Projekt wieder zu beerdigen. Doch dann sorgt ausgerechnet die Cousine von Evan Spiegel dafür, dass sich plötzlich alles verändert. Als Spiegel und Murphy eines Morgens im Herbst 2011 auf die Downloadzahlen schauen, trauen sie ihren Augen kaum. Plötzlich tut sich was im App Store. Was die beiden nicht wissen, nahezu alle Downloads stammen von einer Schule in Orange County, einem der reichsten Gegenden der USA. Als an der Schule Facebook, unter jungen Leuten damals der Go-To-Messenger, verboten wird, hat eine Schülerin eine Lösung parat. Ihr Cousin habe gerade so eine App entwickelt, über die man Bilder verschicken könne, die sich von alleine löschen lassen. Ja, und ich sag mal so, aus Evan Spiegels Cousine wäre bestimmt eine ziemlich gute Influencerin geworden. Denn kurz darauf verbreitet sich die App an der Schule wie ein Lauffeuer. Innerhalb von zwei Tagen wird Snapchat über 1000 Mal heruntergeladen und sie spricht sich immer weiter herum. Zuerst an den Nachbarschulen und schließlich in ganz Kalifornien. Im April 2012 hat die App schon 100.000 Nutzer. Spätestens da ist klar, Snapchat könnte ein ganz großes Ding werden. Und ein einflussreicher Mann hat die App längst auf dem Radar. Im November 2012 erhält Evan Spiegel eine Mail. In der heißt es: Hey Evan, ich bin ein großer Fan von dem, was du mit Snapchat machst. Ich würde gerne irgendwann mal deine Vision hören und erfahren, wie du darüber denkst. Diese Mail ist von niemand Geringerem als von Mark Zuckerberg, dem Gründer von Facebook. Nur ein paar Wochen später sitzen die beiden Snapchat-Gründer mit Zuckerberg an einem Tisch. Und Zuckerberg redet nicht groß drum herum. Er will Snapchat kaufen. Shut up and take my money. Dass Zuckerberg eine konkrete Summe für den Kauf nennt, dazu kommt es erst gar nicht. Spiegel und Murphy lehnen das Angebot ab. Aber Zuckerberg ist vorbereitet. Noch bevor die beiden gehen können, präsentiert er ihnen einen Prototyp einer nahezu exakten Kopie von Snapchat namens Poke. Die Message an Snapchat ist klar. Entweder ihr geht mit uns oder wir machen euch platt. Spiegels erste Anzündung nach dem Treffen?
erkauft der gesamten Snapchat-Belegschaft dieses Buch hier, Die Kunst des Krieges. Okay, Snapchat hat zu der Zeit zwar erst 6 Mitarbeiter, aber egal. Im Winter 2012 erklärt Snapchat Facebook den Krieg. Und schon wenig später setzt Spiegel zum ersten Angriff an. Im Februar 2013 geht Snapchat mit einem neuen Feature live. Jetzt können Snapchat-User Fotos oder Videos hochladen, die bis zu 24 Stunden nach dem Hochladen online bleiben. Und diese Funktion verändert alles. Denn jetzt können Snapchat-User nicht nur solche einzelnen Videos oder Fotos versenden, die danach für immer verschwinden, sondern Geschichten über den ganzen Tag und aus mehreren Perspektiven erzählen. Ihr Name? Snapchat Stories. Okay, ich glaube, es ist kein großer Spoiler, wenn ich jetzt sage, dass diese Story-Funktion zum Gamechanger einer ganzen Branche werden wird. Aber erstmal bringt sie das Business von Snapchat auf das nächste Level. Ende 2014 hat Snapchat über 70 Millionen täglich aktive Nutzer. Als Zuckerberg das sieht, stellt er seinen Snapchat-Klon Poke endgültig ein. Der hatte zwar einen guten Start, hat sich dann aber ziemlich schnell als absoluter Flop herausgestellt. Also unterbreitet Zuckerberg Snapchat ein neues Angebot. Und das hat es in sich. Er bietet Spiegel und Murphy 3 Milliarden Dollar für Snapchat. Nur mal so zum Vergleich, für Instagram hat Zuckerberg ein Jahr zuvor nur 1 Milliarde Dollar auf den Tisch gelegt. Als die Nachricht die Runde macht, kann es kaum jemand glauben, denn Snapchat hat bis dahin noch keinen einzigen Cent Gewinn gemacht. Und für viele noch verrückter, Spiegel und Murphy lehnen den Deal trotzdem ab, obwohl er beide von ihnen jeweils hunderte Millionen Dollar reicher gemacht hätte. Klingt nach einem ziemlich riskanten Move. Im Nachhinein kann man sagen, es war genau die richtige Entscheidung. Im Herbst 2015 geht Snapchat mal wieder mit einer neuen Idee live. On Snapchat, there's tons of ways to get creative. Die Snapchat-Filter sind legendär. Für viele galt vor ein paar Jahren mal die Devise, kein Selfie ohne Hundeohren. Snapchat ist eine App, die kann man jeder mit Hundefilter. Okay, nächste. Klar, gab auch noch ein paar andere Filter, zum Beispiel den, den oder den hier. Und mit der dahinterstehenden Technologie namens Lenses bringt Snapchat eine neue Technologie in die sozialen Netzwerke. Und die heißt Augmented Reality. All diese Features sind typisch Snapchat. Hier mal noch ein paar Beispiele. Bestimmt habt ihr schon mal ein Foto gemacht und wart ganz stolz darauf, dass euer Ort jetzt auch einen eigenen Geofilter hat. Keine Ahnung, wie es bei euch ist, aber ich sehe meinem persönlichen Avatar, dem Bitmoji, heute immer noch verdammt ähnlich. Und dann sind da natürlich noch die berühmten Snapchat-Flammen. Grüße gehen raus an eine Freundin von mir, mit der die Streak schon seit 296 Tagen anhält. Okay, ihr merkt schon, das sind alles ganz nette Gimmicks, die jetzt nicht wirklich mindblowing sind, aber irgendwie Spaß machen. Und Spaß kommt auch immer gut an. Macht so Spaß hier. Im Winter 2015 knackt Snapchat deshalb die Marke von 100 Millionen täglichen Nutzern. Gut ein Jahr später ist es dann soweit. Der Börsengang von Snap Incorporated gilt als einer der größten des letzten Jahrzehnts. Schon am ersten Handelstag klettert der Wert des Unternehmens auf knapp 30 Milliarden Dollar. Spiegel und Murphy sind zu diesem Zeitpunkt 26 und 27 Jahre alt und plötzlich jeweils rund 5 Milliarden Dollar reicher. Nur einer profitiert nicht von dem wahnsinnigen Aufstieg. Und zwar er hier, Reggie Brown. Den haben Spiegel und Murphy ja nach einem Streit aus dem Team gekickt. Blöd nur, dass Reggie es war, der überhaupt erst die Idee für Snapchat hatte. Und der ist nach dem Börsenerfolg also zu Recht ziemlich angepisst. Also verklagt er seine alten Freunde auf Schadensersatz. Und das ist der Beginn eines monatelangen Rechtsstreits, der darin endet, dass Reggie 158 Millionen Dollar bekommt. Dafür aber das Wort Snapchat gefühlt nie wieder in den Mund nehmen darf. Mittlerweile schreiben wir das Frühjahr 2017. Snapchat steht mit 166 Millionen täglich aktiven Nutzern besser da als je zuvor. Doch ein Mann will den Siegeszug von Snapchat einfach nicht akzeptieren. Und jetzt ratet mal, wer das wohl ist. Richtig, Mark Zuckerberg. Der hat vor kurzem erst das mit Abstand meistgenutzte Feature von Snapchat 1:1 kopiert. Immer mehr Nutzer posten ihre Stories jetzt nicht mehr bei Snapchat, sondern bei Instagram. Schaut euch mal diese Grafik hier an. Hier seht ihr die täglich aktiven Nutzer von Snapchat zu der Zeit. Und Instagram Stories? Die sind im Herbst 2016 gestartet. Schon wenige Monate später hat Insta Snapchat klar überholt. Und auch finanziell läuft es bei Snapchat immer noch nicht. 2017 macht die App einfach 3,4 Milliarden Dollar minus. Was unter anderem auch daran liegt, dass Evan Spiegel in dem Jahr Snap-Aktien im Wert von knapp 640 Millionen Dollar aus dem Unternehmen gezogen hat. Hallo, ich mag Moneten. Dass Snapchat irgendwann mal Gewinn macht, ist bis dahin immer noch eine riesige Wette auf die Zukunft.
Und um diese Wette zu gewinnen, setzt Spiegel vor allem auf eins. Well, I wouldn't underestimate the power of fun. And this idea is that if you can really entertain people and give them something that they enjoy doing, that, you know, that's the beginning of building a big business. The power of fun also. Okay, ihr merkt schon. Bei Snapchat steht bis zu diesem Zeitpunkt nicht das Business, sondern vor allem das Produkt im Mittelpunkt. Und da haben Spiegel und Co. bis jetzt einfach immer krass abgeliefert. Doch ausgerechnet in dieser schwierigen Phase greift Snap zum ersten Mal so richtig fett daneben. Im Januar 2018 hat Snapchat 191 Millionen täglich aktive Nutzer. Als sie ihre App updaten, sind viele von ihnen aber stinksauer. Das neue Layout ist für viele vor allem eines: super verwirrend. Mehr als 1 Million Menschen unterschreiben eine Petition, dass die App back to the roots soll. Die Anleger sind alarmiert, erst recht, als sie am 21. Februar 2018 um 10.50 Uhr diesen Tweet von Kylie Jenner sehen. Öffnet sonst noch jemand Snapchat nicht mehr oder liegt es nur an mir? Ah, oh, das ist so traurig. Kurz darauf fällt der Börsenwert von Snap einfach um 1,3 Milliarden Dollar. Der Post zeigt, Snapchat verliert 2018 an Bedeutung. Und das aus gutem Grund. Insta hat nicht nur die Stories von Snapchat geklaut, sondern inzwischen auch die Direct-Message-Funktion, Augmented-Reality-Filter und sogar selbstlöschende Bilder eingeführt. Und die Snapchat-User so? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift-Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone. Denen fehlt im Krieg mit Insta ein neues Killer-Feature, das den Unterschied macht. 2018 passiert es dann. Zum ersten Mal in der Geschichte von Snapchat schrumpft die Anzahl der täglich aktiven Nutzer. Klar, der Abfall ist ziemlich klein, aber jetzt schaut mal, wie sich die Zahlen von Insta entwickelt haben. Die brechen zur gleichen Zeit die Schallmauer von 1 Milliarde Nutzer. Spiegel und Murphy ist klar, um irgendwie relevant zu bleiben, müssen sie dringend etwas verändern. Und dieses Mal sind das keine neuen Features wie Hundeohren oder Avatare. Dieses Mal wird's grundlegend. Als Spiegel und Murphy 2011 die erste Version von Snapchat veröffentlichen, läuft sie ausschließlich auf dem iPhone. Klingt ein bisschen verrückt, aber bis 2018 hat sich daran nie besonders viel verändert. Obwohl Snapchat im Laufe der Jahre zu einem milliardenschweren Konzern aufgestiegen ist, haben Spiegel und sein Team nie viel Wert auf eine ordentliche Android-App gelegt. Die war bis dahin immer voller Bugs und ist ständig abgestürzt. 2018 waren aber gerade mal 18% aller weltweit verkauften Smartphones von Apple. Und weil die teuren iPhones vor allem in Europa und Nordamerika verkauft wurden, wurde Snapchat zu großen Teilen auch nur da genutzt. Im Frühjahr 2019 veröffentlicht der Konzern deshalb dieses kurze Video auf Twitter. Und was soll ich groß sagen? Der Erfolg dieses Moves ist überwältigend. Dröseln wir die Nutzerzahlen jetzt mal ein bisschen genauer auf. Hier seht ihr, wie sich die Anzahl der Snapchat-User in Europa und Nordamerika entwickelt hat. An der leicht steigenden Kurve kann man sehen, dass die Zahlen da seit Jahren eher stagnieren. Und hier seht ihr, wie viele Snapchat-User im Rest der Welt dazugekommen sind. Die haben sich seit dem Android-Relaunch 2019 einfach von knapp 50 Millionen auf über 200 Millionen vervierfacht. Und das hat dazu geführt, dass die Nutzerzahlen auch insgesamt ziemlich durch die Decke gegangen sind. Aber es gibt da ein Problem. Im Gegensatz zu Insta, TikTok und Co. ist Snapchat immer noch ein gigantisches Milliardengrab. Die machen einfach jedes Jahr krasse Verluste. Alleine letztes Jahr hat Snapchat wieder über 1 Milliarde Dollar Minus gemacht. Seit der Gründung 2011 sind es insgesamt sogar 11,7 Milliarden. Wie das sein kann, dazu kommen wir jetzt. Wie verdienen soziale Netzwerke Geld? Richtig, durch Werbung. Alleine Snapchat hat letztes Jahr rund 4,5 Milliarden Dollar durch Werbung eingenommen. Hört sich erstmal nach viel an, im Vergleich zum gesamten Markt ist es aber echt wenig. 2023 war der Werbemarkt für Social Media einfach unfassbare 207 Milliarden Dollar groß. Ein gigantischer Kuchen also. Der ist aber ziemlich ungleich verteilt. Schaut mal. Alleine Meta kassiert mit Facebook und Insta mehr als 60% der Einnahmen. Dahinter folgen YouTube und TikTok. Snapchat ist mit 2,2% abgeschlagen. Woran liegt das? Naja, im Grunde kann man diese Apps ganz grob in zwei Kategorien einteilen. Da wären zum einen, nennen wir sie mal, Berieselungsmedien. Dazu zählen zum Beispiel Instagram, Facebook und allen voran TikTok. Ihr kennt das bestimmt. Manchmal scrollt man stundenlang durch seine For You-Page auf TikTok oder durch den Insta-Feed. Bei Instagram liegt der durchschnittliche Konsum im Schnitt bei 60 Minuten am Tag. Bei TikTok sogar über 100. Verdammt viel Zeit also, in der den Nutzern Werbung vorgesetzt werden kann. Bei Apps wie Snapchat ist es anders. Dort liegt die durchschnittliche Bildschirmzeit nur bei 19 Minuten am Tag. Das liegt daran, dass man die App normalerweise nur dann öffnet, wenn man eine Benachrichtigung bekommt. Denn ähnlich wie WhatsApp, Telegram oder WeChat ist die App nämlich vor allem ein Messenger. Damit bleibt Snapchat also deutlich weniger Zeit als Insta und TikTok, den Nutzern Werbung zu zeigen. Und das führt zu einer ziemlich verrückten Statistik. Mit jedem monatlichen aktiven Kunden macht Snapchat etwa 6 Dollar Umsatz im Jahr. Bei TikTok sind es knapp 11 Dollar. Und bei Instagram sind es einfach 25 Dollar. Das heißt konkret,
Jeder Insta-Kunde bringt etwa den Umsatz von 4 Snapchat-Kunden. Okay, halten wir fest, zumindest was das Business angeht, hat Spiegel den Krieg mit Zuckerberg eindeutig verloren. Und Stand jetzt sieht es nicht wirklich danach aus, dass sich daran so schnell was ändern wird. Aber immerhin hat Snapchat noch diese Teile hier. Klingt verrückt, aber ausgerechnet diese Hundeohren hier könnten Snapchat jetzt noch retten. Klar, die Hundeohren sind heute eigentlich nur noch eines. Cringe! Trotzdem könnte Snapchat schon bald von ihnen profitieren. Durch sie hat Snapchat jahrelange Erfahrung in Augmented Reality. Und genau diese Technologie versucht Snapchat jetzt zu Geld zu machen. Und zwar so. Richtig gesehen, Unternehmen können ihre Produkte über die Snapchat-Filter vermarkten. Egal ob Schuhe oder Uhren. Dank der Technologie, die uns einst die Hundeohren gebracht haben, können Nutzer all die Sachen virtuell anprobieren und dann auch direkt in der App kaufen. Die Vision? Snapchat will langfristig nicht nur eine Social Media, sondern auch zu einer E-Commerce-Plattform werden. Ob das klappt, ist allerdings fraglich. E-Commerce-Marktforscher prognostizieren eigentlich schon seit Jahren, dass Augmented Reality zum nächsten großen Ding für den Onlinehandel werden könnte. Passiert ist es aber noch nicht. Und selbst wenn, ist es zumindest für mich schwer vorstellbar, dass ausgerechnet E-Commerce das Ruder für Snapchat jetzt noch rumreißen kann. Denn sind wir mal ehrlich, für viele User ist Snapchat eine Spaß- und keine Shopping-App. So, das war also die Snapchat-Story und jetzt will ich von euch wissen, nutzt ihr Snapchat noch und falls ja, warum? Und wenn ihr wissen wollt, warum nicht nur Snapchat, sondern auch Spotify immer noch Verlust macht, dann schaut euch mal dieses Video hier an. Und hier geht's zum legendären Face-Reveal von High Performer Henning. Der hat sich die Story von Adidas mal angeschaut. Das war's von mir. Ciao.